So, heute mache ich mal Krautsalat, beziehungsweise ich zeige euch mal, wie ich das mache, weil mich haben ganz viele Leute danach gefragt, ob ich das mal zeigen könnte, wie ich das so mache. Und ja, ich habe schon ein bisschen angefangen, deswegen ist es hier so dreckig, weil das hätte ich nicht filmen können, dann wäre es nämlich zu laut gewesen, weil ich schneide den Krautsalat immer mit so einer Maschine. Deswegen, also, man braucht so einen Weißkohl. Man kann sich so einen runden nehmen oder so einen Spitzkohl kann man nehmen. Ich habe den jetzt gekauft, der war im Sonderangebot. Das hat ja gekostet 59, nee, 50 Cent oder so. Dann kann man den entweder mit so einer Reibe reiben, dass der so aussieht, oder man nimmt halt eine Maschine, wie man das halt möchte. Ich habe das, wie gesagt, mit der Maschine gemacht. Da war es halt extrem laut, deswegen habe ich das jetzt nicht gefilmt. Und ja, also einfach klein schneiden. Dann mache ich da jetzt einfach. Moment, erstmal ein bisschen sauber machen. Bisschen Salz und Pfeffer rein. Dann, ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich mache das immer nämlich nach Gefühl, deswegen kann ich jetzt keine genauen Angaben machen. Apfelessig nehme ich ungefähr so viel. Das ist jetzt so ein, weiß ich nicht, 300 Milliliter Glas oder was. Das ist ungefähr halb voll. Manche machen da auch mehr oder weniger rein, aber ich mag es halt so. Das muss man halt immer für sich so rausfinden, wie man das mag. Ich persönlich verdünne den immer noch gerne mit so einem Glas Wasser, sonst ist mir das zu essighaltig. Dann kommt da ein Esslöffel Öl, ach Quatsch, ein Esslöffel Zucker dazu. Man könnte das auch vorher alles in der Flüssigkeit zusammen verrühren. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber naja, ich bin ja kein Profikoch und ich will auch keiner werden. Von daher ist es jetzt wurscht. Außerdem wurde ja gefragt, wie ich es mache. Und ich mache es so. Also, wenn sich jemand beschwert, Pech gehabt. Ach, dann rühre ich das halt immer so ein bisschen um. Sieht jetzt noch so viel aus, aber das fällt gleich in sich zusammen. Dann ist es ungefähr nur noch die Hälfte. Das war jetzt so der halbe hiervon. Wie gesagt, es gibt auch noch tausend andere Rezepte. Also manche machen es so, manche machen es so. Andere kochen den Sud vorher noch auf. Und also wenn man nach Rezepten googelt für Weißkrautsalat bzw. Weißkohlsalat, dann findet man ungefähr tausend verschiedene Varianten. Also da kann man sich wirklich mal durchtesten, wie einem das am besten schmeckt. Aber ich bin ja ein fauler Mensch, deswegen mag ich so unkompliziert wie möglich. Ja, man kann sich dann natürlich auch noch, wenn man will, irgendwas anderes reinmischen. Also man kann zum Beispiel noch Sellerie reinmachen oder Karotten oder manche machen das auch mit Ananas. Also, wie gesagt, da muss man selbst herausfinden, wie man das machen möchte. Ja, also ich lasse das jetzt erstmal kurz ein bisschen so ziehen, ein paar Minuten. In der Zeit räume ich hier mal ein bisschen auf. So, ich habe den jetzt ein bisschen ziehen lassen. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Öl rein. Ja, weil es jetzt so viel ist, dauert es jetzt ein bisschen länger, bis das alles
aufgesogen ist, aber der wird sowieso noch ganz lange ziehen müssen. Also man sagt, so ungefähr 12 bis 24 Stunden sollte man den unbedingt ziehen lassen. Also ich benutze da jetzt gerne Olivenöl für. Das ist zwar eine ganz andere Flasche, aber ich fülle die immer in so eine Glasflasche um, weil das für mich bequemer ist. Das ist ein ganz anderes Öl eigentlich. Weil die Flasche habe ich noch von, keine Ahnung, von vor ein paar Jahren. Das hat sich einfach so etabliert bei mir, dass ich die immer in diese Flasche umfülle. Weil ich habe früher immer dieses Öl in solchen Plastikflaschen gekauft und die waren halt total scheiße bei der Handhabung und so. Und dann habe ich die halt immer in so eine Glasflasche umgefüllt. Das riecht es halt nur noch mal durch und dann, man könnte den theoretisch jetzt auch schon essen, es schmeckt auch lecker. Vielleicht nochmal abschmecken, ob das so genug Salz, genug Pfeffer ist. Und dann, ja. Würde ich den aber trotzdem nochmal ziehen lassen, das ist einfach besser. Mir persönlich schmeckt es dann besser, es schmeckt halt einfach noch intensiver, wenn das alles ein bisschen durchgezogen ist. Aber, mein Gott, ich mache ja wieder alles richtig. Ja, aber wie gesagt, theoretisch könnte man den jetzt auch schon essen. Ja, also Krautsalat, total einfach, schnell, lecker, viel günstiger, als wenn man ihn selbst kauft. Man weiß, was drin ist und, also ihr habt gesehen, es geht wirklich einfach, es geht wirklich schnell und so kompliziert ist selber Kochen gar nicht. Das ist ja jetzt Rohkost, aber es geht halt wirklich einfach und es ist günstiger. Wie gesagt, ich habe für so einen ganzen Kopf habe ich jetzt 50 Cent bezahlt, der war im Angebot. Ja, Salz, Pfeffer, Öl, Essig hat man in der Regel zu Hause, kostet auch nichts. Von daher absolut lecker, schmeckt super. Mir schmeckt es total lecker. Wenn ihr das nachmacht, dann hoffe ich, dass es euch auch schmeckt. Und ansonsten, ja, bis demnächst dann.